Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und ich wollte gerade irgendeinen anderen Titel sagen, deswegen habe ich gerade so gehaspelt. Ja, der letzte Stream zu diesem Spiel war im November. Seitdem habe ich das Spiel nicht mehr angerührt, seitdem sind Sachen passiert. Ich kann auch nicht mehr so oft streamen, wie ich es gerne möchte. Ich habe zwei Jungkatzen, die für Chaos sorgen ab und an. Und da ist Stream momentan eher noch nicht, da müsst ihr irgendwann mal ruhiger werden. Falls die ruhiger werden. Ja, ich sage schon nein. So, wenn ich mich recht erinnere, wollte ich erst Tempels, beziehungsweise zuerst die Schreine hier machen. Und dann mit der Hauptstory weitermachen. Deswegen würde ich mal sagen. Habe ich mir auch markiert im Ilmeni-See. Machen wir das ja auch. Hier ist auch noch was. Dann gehen wir, glaube ich, zuerst hier hin. Ich glaube, es ist kein richtiger Stall, ne? Weil sonst hätte ich mein Pferd geholt. Mit der Steuerung wieder zurechtkommen. Ich glaube, war es schon richtig. Bau für einen Holzpfeil. Die ganze Kiste verschwendet. Ja, ist super. Mit Bewusstsein for the Win, würde ich mal sagen. Oh Gott, ich habe Schatztruhe dann hier, ne? Ah! Hey, mit der Waffe. Markiere ich den nochmal. Ich glaube, ich sollte erstmal ein anderes Schwert nehmen. Zum Üben. Was sind alle so gut? Nein, nicht mein Mittelbock-Hammer-Speer mit dem Wischmupp. Schubst zwei Hände. Namen, ja. Reise zwei Hände. Eine. Wow. Okay. So. Erstmal wieder mit den Kämpfen hier reinkommen. Das wird was werden, du. Ewig her. Und ich so noch schon so letztes Jahr. So eine lange Pause wird sicher nicht mehr vorkommen. Aber hat immer das Unerwartete. Jetzt schauen wir nicht. Eigentlich ist ein Häuslein. Beziehungsweise eine Brücke oder was auch ich, ein Kolosseum. Das wollte ich nicht. Wäre super. Mal weg. Was ist dieser Baum so eingemauert? Ich
Nee, hier ist kein Krog in der Nähe. So, wo muss ich denn eigentlich hin? So, ich muss in diese Richtung. Noch zum Schrein. Ja, aber nicht bei. So, lasst euch das eine Lehre sein. Lasst mich bloß in Ruhe. Der Nicht-Veganer. Damit habe ich jetzt definitiv nichts zu tun. Warum ist hier so ein einzelner Stein? Irgendwann ein Krogrätsel. Natürlich, jetzt regnet es. Überall Steine. Also nichts von irgendeiner Bedeutung. Sieht so aus, als wäre da ein Krogrätsel. Also ich folge dir. Das ist der Strand hier unten. Also ich... Oh nee. So, dann einmal drauf treten. Tschüss dann so.
Hey, nicht noch eine Truhe? Geld der Winde. Haltbarkeit plus. Hey, dann würde ich mal sagen. Nichts davon. Ah, mein Loot. Eine Blume. Bringe den Kristall an jenem Ort, der den das Licht zeigt. Dann schenk mir dir ein Licht, das die Finsternis bat. Okay. Die beste Frage ist noch, wie kriege ich denn raus? Kann ich den so nehmen? Kann ich. Ich mache mich mal kurz hier etwas um. Wie mein Hammer zerbricht gleich. Nicht gut. Nehme ich einfach sowas. Wo ist das jetzt das zweite? Waren hier nicht zwei? Der andere despawnt oder was? Ah, dahinter. Gib mal einen Kauf. Dann rufen wir mal. Das funktioniert. Nein, das soll ich nicht. Ich glaube, so weit komme ich nicht damit ran, oder? Das falsche.
Hat ja wunderbar funktioniert. Und so praktisch in der Nähe. Ob ich ein bisschen falsch markiert, oder? Falsch markiert, aber nur ein bisschen. Ihr, den Darbringer des Kristalls, schenken wir ein Licht, das die Finsternis bannt. So, bist jetzt ein Trollschrein, der sagt, ne, du musst trotzdem noch was tun? Oder kriege ich direkt meine Belohnung? Ich frage 5 Freund. Ja, das sieht so nach einem Schrein aus, ob wir direkt die Belohnung kriegen, ja. Mit Natur, auch Segen. Oh, Leistungsbatterie. Schön. O Besucher dieses Bandschreins, der das uralte Böse versiegelt. Sehr gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Orte ruht. Segenslicht. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Monsterzutaten. Wenn du Monstermaterialien zusammen mit Eidechsen, Schmetterlingen oder ähnliches. Hallo, ich habe das Spiel seit 8 Monaten nicht mehr gespielt. Möchte ich doch erstmal gucken. Ob ich mich vielleicht mit der Depps etwas zurechtfinde. So, wenn ich eh schon hier bin. Ein Krokrätsel, das ist kein Krokrätsel. Fragen über Fragen. Jeder beantwortet haben möchte. Sieht so aus, als wäre es ein Ivarok. Nie Ivarok. Haha. Nee. Warte kurz. So. Aua. That kinda hurt. Oh, du hast mich gefunden.
Tschüss. Auch gar nicht so schwer. Man kann machen, Mensch, das. Ich habe mich gesagt, dass du dort bist. So, nee. Na, mein Blut. Oh, ich hoffe, ich finde noch Waffen. Was war der Essig, ja? Sie sehen mich rollen. So, hier scheint aber nichts mehr zu sein. Würde ich mal sagen. Ab dafür. Machen wir den Schrein als nächstes. Ja, bevor wir mit der Rob-Soll machen, möchte ich mich erstmal wieder mit dem Spiel zurechtfinden, ne? Nur so minimal. Das war ja die unterirdische, ne? Ja, ich musste in diese Richtung, genau. Aber ich glaube, dass ich erstmal hier in diese Richtung gehe. Da oben ist schon wieder so ein Chill, so der Dude dort ist. Ich brauche wieder ein Pferd, mit dem ich galoppieren kann. Weg hier. Lass dir bitte die Wölfe in Ruhe. Schreck die bitte nur ab. Lass mal nicht abschrecken. Überhaupt in die richtige Richtung? Ja. Dann muss ich da hoch. Muss ich auch. Mit dem Kletterpapier habe ich jetzt nicht gerechnet. Da oben kann ich mich zum Glück einmal ausruhen. Los, hat die alle um. Mal kurz. Habe ich vielleicht noch irgendwie einen Hammer oder so? Nicht wirklich, ne? Au. Thank you.
So, all in one. Das sieht so verdächtig aus. Ich muss das jetzt einmal machen. In die Hand. Entfernen. So. Ich kann das hier nicht tun. Bis aber. Und dann einmal. So. Gefrorener Schnapper. Und du? Schmelzt du? Ich weiß nicht, ob der schmilzt. Sieht's nicht danach aus? Jetzt aber. Oh ne, da war ein Gegner. Ich dachte, da war ein Kopf drin. Mensch. Na gut, bin ich denn schon auf der richtigen Ebene? Ja, ich bin mal sagen, ja. Ja. Ah, ich glaube, ich muss doch noch ein bisschen weiter gucken. Ein Mensch, ich werde jetzt da runterfallen. Da schon wieder so ein Raubstein. Boah, ich werde nicht mehr. Falle. Ein Ritter, zwei Händer. Und ein Gerudo, zwei Händer. Hab schon ein bisschen zum Matsch drin. Man merkt, dass ich schon ewig kein Zelda mehr gespielt habe. Na, ganz sicher nicht, Leute. Waren sie ja nicht Leune. Vor allem nicht so im Blau und Schwarzen. Nein, da hinten ist das Schreiben. Ja, ob ich lebend dort ankomme, sehen wir in der nächsten Folge am Mittwoch. Bis dahin. Tüdelü. Oh Mann, ausgerechnet Dinkelberg.